Kümmerliche Vorstellung. Was bist du denn für einer? Ich bin Lester. Verstanden? Oh, Verzeihung, Herr Lester. Willkommen in der Kolonie. Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem Gothic 1 No Trading Run. Ohne Erz, aber mit Lester. Hallo, ich bin Lester. Schnauze, Lester. Ich erkläre jetzt mal kurz die Regeln. Also, man darf kein Erz benutzen und man darf nicht handeln. Weil man könnte ja theoretisch auch Waren tauschen, aber das ist auch nicht erlaubt. Und um das Ganze noch ein bisschen schwieriger zu machen, darf man auch keine NPCs verprügeln und deren Waffen klauen. Das war's auch eigentlich schon. Darf ich jetzt auch was sagen? Nein. Am Wegesrand schnappte ich mir das erstbeste Schwert, verprügelte einen Scavenger und dann ging's zum alten Lager. Wo soll's denn hingehen? Deine Mutter ist mal wieder überfällig. Gut, du kannst reingehen. Diego meinte eben zu mir, ihr sucht noch Leute für Mindestlohn. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ey Chef, was soll ich jetzt machen? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Ey, hast du auch einen Job für mich? So, du willst also unbedingt versagen. Ich bin Lester, wer bist du? Ich bin Karin. Du bist doch der Kerl, der in Korin ist, das Klo des Stadthalters putzen musste. Du Lappen. Was? Du Wurm! Schmerzen sind eine Frage des Willens. Aua! Beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Ich hab Karim die Meinung gegeigt. Er hat dir ganz schön in den Arsch getreten. Trotzdem hast du dir den richtigen Gegner gewählt. Ich kann diese Bastarde aus dem neuen Lager nicht ausstehen. Torus will, dass du einen Abflug machst. Wenn du es wirklich ernst meinst, können wir direkt losgehen. Ich kann dich zu Laris bringen. Mit Mordrak bin ich dann zum neuen Lager marschiert, aber vorher habe ich mir noch das Amulett von Neck besorgt. So, hier sind wir. Ich bin aber noch nicht zum neuen Lager gegangen, sondern erstmal zur alten Mine gelaufen. Und dort habe ich mir natürlich die Liste von Ian besorgt. Diego schickt mich. Ich soll die Liste abholen. Jo, ist gut, aber gib sie nicht Laris, so wie der letzte Kerl. Und mit der Liste in der Tasche ging's dann zurück zum neuen Lager. Hey du, neu hier, was? Auf den Reisfeldern brauchen wir noch jemanden, der den Bauern Wasser bringt. Da kannst du dir direkt ein paar Freunde machen. Was denkst du? Ich helfe gern. Gut. Geh zum Reislord. Er gibt dir das Wasser und erzählt dir alles andere. Einen Scheiß mache ich. Kannst du mein Outfit bewerten? Siehst mir ganz in Ordnung aus. Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Dumme Fragen stellen kannst du. Das ist richtig, mein Junge. Bei diesem Run habe ich alle Quests weggelassen, die in irgendeiner Form mit Erz zu tun haben. Denn Handeln mit Erz oder auch das Eintauschen von Erz ist ja nicht erlaubt. Hallo, ich will ein Bandit werden. So. Was hast du denn vorzuweisen? Ich habe hier die wichtige Liste von Ihnen. Nein, das glaube ich nicht. Ach, und Mordrak hat mir diesen Ring gegeben. Weißt du, was wir jetzt damit machen? Ja, hey. Da Stärke lernen in Gothic 1 kein Erz kostet, habe ich erstmal Stärke gelernt. Im Anschluss ging's zur freien Mine, wo ich mir eine bequeme Hose besorgt habe. Ich brauche eine bequeme Hose. So? Denk bloß nicht, du kannst hier viel erwarten. Wo willst du denn hin? Da, rein! Vergiss es! Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Ich bin Lester und Schürfer. Du siehst doch aus wie einer von den Dreckfressern. Hallo, wer ist Jorgenson? Er ist ein verdammtes Schwein. Kannst du mir beibringen, wie ich Schwache verprügeln kann? Du bist nicht der Erste, der das versucht. Komm schon, ich will alle Bauern unterdrücken. Hilf mir einfach. Gut. Ich habe geschworen, nie wieder jemanden anzugreifen. Aber nicht, es niemandem beizubringen. Nachdem ich im neuen Lager soweit alles erledigt hatte, bin ich zurück zum alten Lager gegangen. Dort konnte ich auch noch einige Quests abgeben. Ich hab Neck gekillt. Gut, hast du dafür Beweise? Ja, er hatte diese Kette hier bei sich. Genau um dieses Amulett ging es mir. Du bist ein schlauer Junge. Ich hab die Liste von Nare, ich meine ihn. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein.
Mordrak ist weg. Komisch. Ich vermisse den Kerl bisschen. Ist Torus irgendwie doof? Ja. Torus ist nur der Chef der Gardisten, weil Gomez sein Onkel ist. Und nein, frag nicht. Ich dachte, das wird schon lange geklärt. Weg mit der Waffe, weg! Klappt jedes Mal. Ich hab hier einen Wisch für euch. Bist du ein Bote aus der Außenwelt? Nee, ich bin Lester und diesen Brief habe ich gefunden. Guten Tag. Ich habe einen ganz wichtigen Zettel abgegeben und soll jetzt richtig dick belohnt werden. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen und sollst deine Belohnung erhalten. Wähle mit Bedacht. Ich nehme den Testering. Eine solche Wahl hatte ich von dir erwartet. Hier, nimm den Ring. Weg mit, die Waffe weg! Ich bin dann noch ins Haus der Erzbarone gelaufen, um mir hier eine bessere Waffe zu besorgen. Allerdings hat sich dieser Plan schnell als unnötig erwiesen, weil ich mir sowieso kurz danach eine andere Waffe organisiert habe. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Du Ratte, Finger weg! Hier, zeige dich! Noch einmal! Und du kannst was erleben! Du hast ja nicht mal etwas Erz in den Taschen. Das ist ja auch der Sinn dieses Videos. Naja, auf jeden Fall bin ich dann ins Ork-Gebiet gelaufen und hab mir in der Nähe vom Xardas-Turm die alte Streitaxt besorgt. Orks sind kacke! Bleib stehen, Mora! Bleib stehen, Mora! Komm zu Papa! Mit meiner neuen Waffe ging's dann in den Wald. Und hier habe ich mich dann ein bisschen hochgelevelt. Ich bin Testolester und niemand kann mich aufhalten. Ah! Als ich den halben Wald entvölkert hatte, bin ich zurück zum neuen Lager gegangen. Ich wollte diesmal Bandit werden. Hey du! Ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Ganz ruhig. Weg mit der Waffe, weg damit! Zu Mutti. Du hast gewonnen. Was los? Hast du Angst oder was? Langsam, langsam, du hast gewonnen. Langsam, langsam, du hast... Wer hat genug? Der Typ verdrückt sich! Hä? Wer hat genug? Na, du Lappen? Mann, was willst du? Schwind dein Arsch aufs Feld, schnell! Ich kümmere mich drum, mach dir keine Sorgen. Langweiliger Kampf. Los, hau endlich ab! Das sag ich meiner Mama. Da ist eine Wohnung frei geworden. Geil. Ich wollte mir eh noch einen Trainingsraum einrichten. Diego hat deine Liste. Gut. Ich hatte ja wieder einige Lernpunkte und die habe ich dann auch alle in Stärke investiert. Und Lars, bin ich jetzt Bandit? Das will ich meinen. Und ich habe sogar ein Geschenk für dich. Eine bessere Rüstung. Nicht viel, aber du hast sie dir verdient. Ja, ich war nun Bandit und konnte mich auf den Weg zur Bruderschaft machen. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Ich bin der Novize Lester. Ich soll zu Iberium kommen. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren. Guten Tag. Ich bin der neue Lester. Du kommst mir bekannt vor. Halt dein Maul jetzt. Was willst du? Und ich dachte, nun gut. Wir brauchen einen magischen Fokus. Wir haben den Novizen Nyras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Er
Verschwinde! Hier gibt es nichts für dich zu holen. Hey, ich suche den Fokus. Da kommst du leider zu spät. Ich habe ihn bereits gefunden. Und ich werde ihn für mich selbst behalten. Der Schläfer sprach heute Nacht zu mir und machte mich zu seinem alleinigen Werkzeug. Nun werde nur noch ich dem Schläfer dienen. Keine Templer, keine Gurus mehr. Nur ich alleine. Stirb! Komm ran, du Schmierlappen. Moment mal. So gut habe ich mich noch nie gefühlt. Ich hab ihn. Bring den Fokus zu Kor Kalikala. Ich hab den Fokus. Hier. Nice. Dann geh jetzt zur alten Mine und hol meinen Kralle-Eier. Und beeil dich gefälligst ein bisschen. Nach den ganzen netten Begegnungen im Sumpf bin ich dann auch direkt zur alten Mine aufgebrochen. Es muss hier irgendwo dicke Eier geben. Also, dicke Eier habe ich, aber da lasse ich dich nicht dran. Lass mich nicht hängen, Mann. Bitte. Junge, die Eiergeschichte muss warten. Ich brauche erstmal ein Tanat. Geh mal in den Nebenstollen und hol eins von den Minecraft. Und hopp! Da hast du das Ding. Sehr gut, Junge. Okay, wenn du ganz dicke Eier suchst, dann geh zu Askan. Askan, ich brauche dicke Eier. Ganz dicke. Ich hab zwar sehr große, aber die dicksten sind hinter diesem Tor hier. Ja, die Kämpfe gegen die Minecrawler waren wirklich keine große Herausforderung. Mit der alten Streitaxt macht man die Dinger fast One-Hit. Und auch die Minecrawler-Königin war überhaupt kein Problem. Da sind die Eier, ja. Auf dem Rückweg zur Bruderschaft habe ich mir auch direkt den Eimer nachgeholt. Die kleinen schwarzen Goblins waren absolut kein Problem und hatten mir nicht viel entgegenzusetzen. ...500 tote Goblins später und ich konnte den Eimer nach an mich nehmen. So, ich habe hier ganz dicke Eier und auch ein Buch. Richtig nice. Komm heute Abend zum Platz. Die lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei. Was machen wir jetzt? Du wirst zum Ork-Club in der Nähe reisen und Bal-Nukor suchen. Vorher ging's aber zu Lee, denn ich war Stufe 10 und konnte Söldner werden. Ich will ein Söldner der Magier werden. Bin ich jetzt soweit? Deine Taten für die Bruderschaft in der alten Mine haben gezeigt, dass du einiges drauf hast. Ich wäre bereit, dich in die Reihen der Söldner aufzunehmen. Ich gebe dir eine Chance. Was meinst du? Ich bin dabei. Eine gute Entscheidung. Du wirst sie nicht bereuen. Sag mir eins, warum hast du dich uns angeschlossen und nicht dem alten Lager oder der Bruderschaft? Irgendwas mit Freiheit. Wir werden uns unsere Freiheit zurückholen. Willkommen, Söldner. Ja, und weil ich jetzt Söldner war, konnte ich bei Lee auch kostenlos den Zweihandkampf lernen. Hallo. Ich möchte den Umgang mit Dreihändern lernen. Nun, dann gehen wir zuerst die Grundbegriffe durch. Halte das Schwert waagerecht. Um den Gegner mit einer großen Waffe anzugreifen, brauchst du viel Schwung. Wenn du deinen Körper beherrschst, bist du in der Lage, viel weiter zu springen. Und weil ich gerade da war, habe ich Akrobatik gleich auch noch mitgelernt. Das brauchte ich später noch. Nun war ich gewappnet für alle Gefahren und konnte zum Ork-Club aufbrechen. Ein Kinderspiel.
Junge, was hören die hier für Mucke? Genug gefeiert. Gorn hat hier auch schon mal aufgeräumt. Die lernen es einfach nicht. Scheiß Orks. In den Überresten der ganzen Partygäste habe ich noch nützliche Ringe und Amulette gefunden. So konnte ich meine Werte nochmal schön aufbessern. Da ist der Balukor. Danke für deine Hilfe. Du bist wirklich in letzter Sekunde gekommen. Mit Balukor lief ich dann durch den ganzen Club und habe ihn von Orks gesäubert. Das waren noch nicht alle. Doch als wir dann fertig waren, ist Balukor mal wieder durchgedreht. Der Kerl hat sich einfach nicht im Griff. Nein, das darf nicht wahr sein. Hier gibt es nichts außer Staub und Gebein. Nein! Meister, sprich zu mir! Schläfer, offenbare dich! Nein! Sorry, ich habe keine Zeit für sowas. Das ist alles nur deine Schuld. Deine unheilige Präsenz hat den allmächtigen Schläfer erzürnt. Jetzt muss ich für dein frevelhaftes Verhalten büßen. Ich werde unserem Meister ein Opfer darbringen. Ein Menschenopfer. Bestimmt wird er mich dann erleuchten und zu seiner rechten Hand machen. Stirb, Ungläubiger! Er wird es nie lernen. Es war nun an der Zeit, von meinen Erlebnissen im Ork-Club zu berichten. Ich war im Ork-Club, da war aber nicht viel los. Der übliche Scheiß eben. Kennst du ja. Was ist mit Balukor und den Templern? Besoffen. Warum? Was ist dort vorgefallen? Es ist ein Club und da gibt's Alk. Ist der dumm? Iberion ist nun unsere einzige Hoffnung. Was ist mit Übi? Er wird nicht von alleine erwachen. Und er wird immer schwächer. Ich weiß, wie ich ihn wach bekommen kann, aber dazu brauche ich deine Hilfe. Was ist jetzt schon wieder? Besorge mir die Heilkräuter aus dem Sumpf. 5 von der stärksten Sorte sollten genügen. Immer muss ich alles machen. Der andere Lester hätte doch auch gehen können. Wer macht nie irgendwas? Ich habe das scheiß Grünzeug hier. Gut gemacht. Als du unterwegs warst, ist Iberion kurzzeitig erwacht. Hat er sich eingepisst? Ja. Er sagte, dass der Schläfer nicht der ist, für den wir ihn halten. Wir dürfen nicht weiter versuchen, ihn zu erwecken. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass es noch nicht zu spät für Iberion ist. Iberion ist tot. Unser geistiger Anführer ist von uns gegangen. Selbst deine schnelle Hilfe konnte seinen Tod nicht mehr verhindern. Und was machen wir jetzt? Also ich habe erstmal Urlaub. Halt! Niemand darf ohne Parole passieren! Aha, naja! Ah, das stimmt. Du kannst passieren. Verlass dich auf jemanden. Hallo, Iberion ist tot. Ich habe hier seinen Fokus und habe gehört, ich muss jetzt noch 4 weitere suchen. Ich muss dich warnen, die Suche wird gleichermaßen schwierig und gefährlich. Da die Spannungen mit dem alten Lager immer stärker werden, kann ich hier auch keinen der Söldner entbehren. Du wärst ganz auf dich alleine gestellt. Ach, halt doch dein Maul. Es war doch nie anders. Ich komme wieder, wenn ich was gefunden habe. Von Reordean habe ich mich dann auch mit Tränken beschenken lassen und die habe ich mir dann auch direkt einverleibt. Dann war es Zeit für die Fokussuche. Und als erstes habe ich mich auf den Weg zu Milton gemacht. Hört auf zu tanzen!
Hier sind wir. Der Stollen hier führt direkt in die Gruft. Dann laber nicht, lauf! Als Zweihandkämpfer hat man bei den Skeletten eigentlich keine großen Probleme. Ich habe ganz ordentlichen Schaden gemacht. Und selbst den Wächter konnte ich auch ohne Spruchrolle verletzen. Sehr gut. Du hast den Talisman. Da hast du das Scheißding. Ich brauch so ein Zeug nicht. Danke, mein Freund. Ich vergesse niemanden, der mir geholfen hat. Du hast was gut bei mir. Ich gehe zurück ins alte Lager. Vielleicht sehen wir uns dort. Eher nicht. Nachdem ich Milton geholfen habe, bin ich durchs Orkgebiet gerannt und hintenrum zur Bergfestung gelaufen. Hallo mein Freund, was geht so bei dir? Willst du mich verarschen? Wo versteckst du dich ganze Zeit? Ich muss alles machen, du machst nichts. Tut mir leid, ich helfe dir jetzt mal, okay? Das ist ja wohl das Mindeste, du mieser Penner. Ich sollte dir eigentlich den Kopf abreißen. Jetzt chill. Ich helfe dir doch jetzt. Lauf los! Zusammen mit dem falschen Lester durchforstete ich die ganze Bergfestung. Und dann fand ich auch den zweiten Fokusstein. Bei Lee lernte ich dann noch mehr über den Zweihandkampf. Hallo. Und bei Laris lernte ich noch mehr Stärke. Zwei Fokussteine fehlten noch. Es ging weiter zu Diego. Jetzt bist du auf Fokussuche? Hör auf mich auszuspionieren. Mit den Goblins hatte ich wie gewohnt leichtes Spiel und selbst dem Troll konnte ich problemlos Schaden hinzufügen und brauchte nicht mal die Schrumpfenspruchrolle. Die Winde war betätigt und ich verprügelte die Schreihälse und danach konnte ich mir problemlos den dritten Fokusstein holen. Hey, du hast den Fokus also gefunden. Sehr gut. Bei Diego habe ich dann auch nochmal 10 Stärke gelernt. Danach ging es dann weiter zu Gorn. Hallo, Neuer. Wie du siehst, ist die Kolonie ein kleiner Ort. Man läuft sich hier ständig über den Weg. Ich hatte aber irgendwie keinen Bock auf Gorn und bin deshalb alleine losgezogen. Snapper sind doof! Auch die ganzen Snapper in der Klosterruine waren keine wirkliche Herausforderung. Und der Schattenläufer auch nicht. So, da ist der letzte. Fantastisch! Nun haben wir alle 5 Fokussteine in unserem Besitz. Deine Taten sind von unschätzbarem Wert für unser Lager. Was das jetzt? Ja. Begib dich ins alte Lager und versuche, einige der Feuermagier für unsere Sache zu gewinnen. Na, Diego? Was geht bei dir? Hast du es noch nicht gehört? Nein. Die eingestürzte alte Mine, die Ermordung der Feuermagier und die Pläne für den Überfall auf die freie Mine. Ach übrigens, die Feuermagier sind tot. Scheiße gelaufen. Dann musst du jetzt zu Xardas gehen. Satu was? Kann ich auch so eine blaue Robe tragen? Mir ist bisschen kalt. Klar, hier hast du den Fetzen. Wassermagier zu werden und eine Robe abzustauben war eine ziemlich gute Idee. Ich konnte mir ja keine bessere Rüstung kaufen und deshalb war das hier eine ziemlich gute Option, denn die Wassermagier-Robe ist gar nicht so schlecht. Da ich mir keine Spruchrollen kaufen konnte und die Golems deshalb nicht so einfach besiegen kann, habe ich den einfachen Weg genommen, die FPS runtergestellt und bin einfach zu Xardas rübergehüpft. Easy peasy. Wer wagt es, meine Studien zu unterbrechen? Ich bin Lester. Ich will deinen Namen nicht wissen. Er ist unwichtig. Wichtig ist aber, dass du jetzt zu Urshak dem Ork gehst. Und stell keine Fragen. Bin schon unterwegs. So, Freunde, genug gespielt. Jetzt ist Schluss mit lustig. Dank Schulden, Fremder. Böse Orks töten wollen mich.
Alte Brüder seien heute Feinde. Hallo, Xardas schickt mich zu dir. Fremde gehen zu Freund von Urshak. Freund von Urshak geben Ulumulu. Es war an der Zeit, sich das Ulumulu zu besorgen, also ging es Richtung freie Mine. Du Lester, mir fällt gerade ein, ich muss noch ganz dringend pinkeln. Geh aber ruhig schon mal vor und kämpf ohne mich gegen alle. Bis dann. Hier im Kessel gibt's ja den guten Okühl. Und Okühl ist tot und hat eine schöne Waffe dabei. An der Stelle muss ich einfach mal den Gardisten danken. Steck die scheiß Waffe! Dein Glück! Weg mit der Waffe! In der freien Mine bin ich einfach an allen vorbeigerannt und direkt zu Tarok gelaufen. Hallo, du sollst mir ein Ulumulu machen. Fremder nicht böse wie andere Menschen. Fremder gut. Tarok schulden Dank. Laber nicht. Mach Ulumulu. Fremder helfen Tarok, also Tarok auch helfen Fremder. Fremder brauchen Krotak, Kastak, Dvachkar und Orantak. Mit dieser unglaublich starken Axt war es überhaupt kein Problem, die ganzen Teile für das Ulumulu zusammenzusammeln. Tschüss, Mietze Katze. Ich habe den ganzen Bums zusammengesammelt. Das ist ein starker Krieger. Geben Teile. Tarok machen. Ulumulu. Eine interessante Ork-Standarte, die du da hast. Stammt sie von dem befreiten Ork-Sklaven in der Mine? Ich sag dir gar nichts mehr, du hast mich im Stich gelassen. Ich musste pinkeln, was sollte ich machen? Bevor ich in den Schläfertempel ging, war ich noch kurz bei Kavalorn und habe mir hier seinen Kurzbogen geschnappt. Dann ging's zu den Orks und mit dem orkischen Teleportzauber teleportierte ich mich in den Schläfertempel. Ihr könnt nicht mitkommen! Im Schläfertempel lief alles wie immer. So, das war auch geschafft und ich konnte nun zum letzten untoten Hohepriester gehen. Weil ich keine Lust hatte, den Schläfertempel nochmal zu verlassen und Urizil zu holen, habe ich den letzten untoten Ork-Schaman mal wieder mit Trick 17 getötet. Umkehren musst du hier. Niemand darf die Ruhe meines Meisters stören. Halt endlich dein dummes Maul und lauf einfach die Klippe runter. Was soll man dazu sagen? Ich hatte nun alle Schwerter und konnte auch in die letzte Kammer vordringen. Mein No-Trading-Run neigte sich so langsam dem Ende zu und es ging Richtung Schläfer. Und wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, ist das in Gothic 1 nicht besonders schwierig, auf den Handel und auf Erz zu verzichten.
Es gibt genug starke Waffen und Rüstungen, die man sich auch ohne Erz besorgen kann. Also ist das eigentlich gar kein Problem. Und man findet auch zahlreiche Tränke im Spiel, sodass man sich auch wirklich nie Tränke kaufen muss. Und da wir gerade von Tränken reden, hier am Ende habe ich mir nochmal alle Tränke geholt, die sich in den ganzen Mumien befinden, und habe die alle mal runtergewürgt. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie viele permanente Tränke am Ende von Gothic 1 noch in den letzten beiden Zimmern hier zu finden sind. Naja, solange Lester sich hier die Tränke reinhaut, kann ich ja noch ein paar Takte erzählen. Also, ich hatte wieder viel Spaß bei diesem Challenge Run, weil ich einfach wusste, ich spiele als Lester und kann mich hier im Schnittprogramm wieder ordentlich austoben. Es macht immer Spaß, sich irgendeinen Blödsinn zu überlegen, den die NPCs dann von sich geben. Und ja, zur Challenge, die war jetzt nicht sonderlich schwierig. Die paar Stellen, wo es Probleme gab, die konnte man ja leicht umgehen. Aber ich hoffe, dass ihr trotzdem Spaß beim Zuschauen hattet und dass ich euch gut unterhalten konnte. Für diesen Challenge Run habe ich ca. 5 Stunden gebraucht. Also fast so lang, wie Lester hier für das Austrinken der Tränke gebraucht hat. Halt dein Maul! Trink du mal so viel! Ja, und hier habt ihr noch die Charakterwerte, die ich am Ende hatte. So ein Trotte. Wir lernen es einfach nicht. Schließlich sehen wir uns also wieder. Ein Meister hat mir bereits von deiner Ankunft berichtet. Er kann deine Nähe spüren. Ich gebe auf. Ich schließe mich euch an. So, was machen wir denn jetzt noch? Wir machen gar nichts und schauen uns einfach die wundervolle Pracht des Schläfers an. Okay, klingt spannend. Ich mach da mal ein Nickerchen. Bis dann, Leute. Und viel Spaß beim Gaffenkalom. Hey Leute, ich bin's, Iberion. Das war's mit der kümmerlichen Vorstellung von Jorgen Sohn. Aber hier an der Seite findet ihr noch andere Sachen. Naja, ansonsten noch einen schönen Tag. Macht's gut!